Okay, was denkst du denn, wie viele Menschen sich in Deutschland jährlich das Leben nehmen? Also eine Zahl in den Raum werfen. Wow. Ich würde mal sagen, jährlich 23.778. Da bist du jemand, der einer der wenigen, die mehr schätzen, als es tatsächlich sind. Sonst wird die Zahl immer viel zu niedrig geschätzt. Es sind so über 10.000, was aber bedeutet, dass es immer noch mehr sind als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Was eigentlich eine Riesenzahl ist. Aber sonst denken die Leute immer, ja, 1.000 mehr werden es wohl nicht sein. Ja gut, aber der vielleicht irgendwie sich die Droge zu viel reinknallt, ist dann vielleicht fällt unter die Statistik durch Drogen gestorben, hat aber vielleicht die Intention, das einfach so zu beenden. Also vielleicht können wir noch fünf drauf, treffen uns in der Mitte, 50-50 oder 70-70, wie der Mathematiker sagt. Ja. Na, also, na gut, nee, aber es ist definitiv zu hoch oder hoch genug, um mal drüber zu sprechen. So sieht's aus. Was glaubst du denn, wie viele Menschen kündigen ihren Selbstmord an? Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe wirklich auch schon Freunde und Bekannte verloren und ich habe die Erfahrung gemacht, derjenige, der es wirklich machen will, sagt es keinem. Also statistisch gesehen. Also ich würde sagen, zwei von drei, die es nicht, die es machen, haben es nicht gesagt, sondern haben es einfach getan. Bei demjenigen, also das ist jetzt die, du, ich bin kein Arzt, ja, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber diejenigen, die davon sprechen, dass sie es tun, würde ich jetzt erst nochmal da in das Umfeld stecken, die sind doch auf dem, das ist noch ein Hilfeschrei. Das ist noch nicht wirklich so, dass sie es tun, sondern es ist so diese, hört mich irgendjemand, ja, und was ist schon so die härteste Nummer, wo man mal sagen kann, hallo, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und aber so in den Fällen, wo ich es weiß, die haben es einfach gemacht, wo du gedacht hast, das kam total aus dem Off. Was eher ungewöhnlich ist, weil tatsächlich ist es so, dass 8 von 10 Leuten, die dann Suizid begehen, das vorher auch angekündigt haben. Dann was schätzt ihr denn? Nehmen sich mehr Frauen oder Männer das Leben? Da müsste ich auch. Also bei mir waren es alles Männer. Also würde ich Männer sagen. Ist die Mehrzahl, Ja. fast 75%. Genau, und jetzt haben wir über diese Fakten geredet. Was glaubst du denn, warum gibt es da immer noch so viele Fehleinschätzungen? Liegt es am Informationsmissstand? Du, ich glaube, es ist alleine schon schwer. Oder man fühlt sich schon sehr alleine und man hat nicht dieses, es ist wie gesagt, es ist immer noch, das ist ja nicht was, wo man mit hausieren geht. Das ist ein sehr komplexes Thema, was man alleine auch nicht gewuppt kriegt und man muss jeden Hilferuf irgendwie deuten. Also da kann man auch nur, da muss man auch schon an Grundschulen oder an Realschulen oder an, weißt du, muss man eigentlich auch schon anfangen, weil es sind teilweise, das geht auch schon bei 13-jährigen Kindern los, ja, die dann mal irgendwas ihrer besten Freundin sagen und du darfst aber nicht weitererzählen, weil das, sonst sind wir keine Freunde mehr. Und da muss man einfach, da muss man informieren und da muss man wahrscheinlich auch schon hingehen und sagen, hier, wenn mal so der Fall ist, lass dich da nicht in dieser Situation alleine, beziehungsweise schlepp das jetzt nicht mit dir rum, sondern geh irgendwo hin und erzähl es irgendjemandem, Vertrauenslehrer oder den Eltern oder sonst was. Also das, wenn man die Möglichkeit hat oder es irgendwie mitbekommt, muss man es halt einfach sagen. Und da muss man halt irgendwie das Thema offen ansprechen. Und es darf halt nicht wie so ein verpöntes Ding sein, sondern es muss eigentlich, glaube ich, vom Krankheitsbild ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt werden, dass man sagt, hey, es gibt's. Das ist so, das ist teilweise vom Stoffwechsel, das ist dies, das ist kein Problem, das kriegt man hin. Ja? Und das, wie man es nicht hinkriegt, ist, wenn man die Leute irgendwie allein lässt, sondern da muss auch vielleicht derjenige den Mut haben und sich mal jemanden suchen. Aber meistens gibt es ja einen Tipp. Nur vielleicht muss der Tipp dann weitergeleitet werden an Personen, die damit umgehen können. Warum ist es denn immer noch so ein Tabu in Deutschland, über Suizid zu sprechen? Wie kann man das ändern? Während man so Sendungen macht zum Beispiel, ne? Also ändern kann man es nur, indem man es thematisiert und diskutiert. Und das ist ja auch diese Nummer, was vielleicht
in einer Diskussion wie dieser guckt jetzt vielleicht jemand zu und das hat ihm dann geholfen und gibt ihn halt dann irgendwie Aufwind. Ja? Das ist ja dann schon auch dasselbe, wie wenn einer schreibt, mein Text hätte ihm geholfen. Das ist letztendlich, man geht irgendwo rein, man hat ein Gefühl, man hat ein Gespräch und das Gespräch hat einem schon mal wieder den Blick auf die gleiche Situation komplett verändert und du siehst, ach komm, das ist ja gar nicht so, wie ich die ganze Zeit denke, sondern es gibt ja auch noch die und die Optionen oder beziehungsweise es wird gesehen, erkannt. Und da muss man einfach so tolle Sachen machen wie ihr und es möglichst weit spreaden und am besten mal auf die ARD um 7:45. Ja, ja, das wäre toll. Ja, sehr gut.